Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich den Patte an der Hand und ich habe ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Und zwar soll es um die Visualisierung bei der Ausrichtung gehen. Ja, das heißt, wie ihr es wirklich schafft, dass ihr die Linie des Balles zum Loch als gerade wahrnehmt und euch so viel, viel wohler fühlen werdet im Setup beim Putten und somit auch beim Puttstroke. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer am Golfclub Hamburg-Holm und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute soll es also einmal um die Ausrichtung bzw. um das Zielen beim Putten gehen. Und zwar, was ich ganz, ganz häufig sehe, ist, dass viele Spieler sich die Linie des Balles oder die Linie des Balles dafür nutzen, die richtige Ziellinie zu finden. Ja? Selbst wenn wir jetzt sagen, das Ganze wurde sehr, sehr akribisch gemacht, gibt es dann aber häufig oder höre ich sehr, sehr häufig eine Sache im Unterricht. Und zwar, wenn man sich jetzt über den Ball stellt, in sein Setup geht und Richtung Ziel guckt, dass man sagt, das kann ja gar nicht die richtige Richtung sein. Die Linie zum Loch sieht kreuz und quer aus. Sie sieht nach links oder nach rechts aus. Und das ist natürlich unangenehm und das führt dazu, dass man sich unsicher im Putt fühlt, in die Puttbewegung eingreift. Alles Dinge, die wir natürlich nicht machen möchten. Und dazu habe ich jetzt hier einmal eine kleine Übung, damit ihr euch da wohler fühlt, damit ihr euch da besser fühlt. Und zwar, was ihr braucht, ist einen Tourstick. Und diesen Tourstick richtet ihr mal bitte so zum Loch aus, dass der wirklich ganz gerade da auf das Loch zielt. Und dann stellt ihr mal euren Putter oder was wir auch machen können. Wir können auch, wenn ihr den Ball sonst ausrichtet, könnt ihr den Ball jetzt nochmal dazu ausrichten und den Putter jetzt ins Setup stellen, so als wenn ihr den Ball putten wollen würdet. Und jetzt schaut ihr auf Folgendes. Und zwar, wenn ihr jetzt sagt, ihr guckt auf den Ball und jetzt bewegt ihr den Kopf nach links, dann soll der Tourstick, oder dann ist die Frage, zeigt der Tourstick jetzt wirklich immer noch zum Loch? Ja? Wenn der Tourstick sich jetzt nicht, wenn er jetzt nicht gerade Richtung Loch zeigt, wir haben ja gerade gesehen, dass es so ist, aber wenn jetzt die Wahrnehmung so ist, als ob er nach links oder nach rechts gekippt ist, das ist dann ungünstig und das hat häufig ein wenig mit der Kopfposition zu tun oder noch mit zwei anderen Sachen, die ich gleich vorstellen werde. Es ist jetzt so, dass man früher gesagt hat, die Augenlinie soll direkt über dem Ball sein. Ja, die Augenlinie soll direkt über dem Ball sein. Ich zeichne das mal hier ein. Eine gerade Linie von meinen Augen herunter. Und ich würde sagen, jetzt sind meine Augen ungefähr über dem Ball. Und wenn man jetzt den Kopf nach links neigt ein wenig, dann schaut man, okay, kommt mir diese Linie gerade vor? In meinem Fall, ich habe den Test vorhin auch einmal durchgeführt, ist es so, dass dieser Stick für mich gerade erscheint. Ja? Aber es muss nicht unbedingt sein, dass wenn die Augen über dem Ball sind, der Stick auch gerade erscheint. Ja? In der Tendenz ist es so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel einmal sagen, der Stick, der erscheint zu viel nach rechts geneigt. Also wenn ihr denkt, oh Gott, ich ziele ja rechts am Loch vorbei, dann ist es in der Tendenz so, dass ihr ein wenig weiter mit den Augen nach vorne kommen müsst. Ja, also wenn ich mich jetzt hier rüber bewege, mehr nach vorne in die Richtung und jetzt gucke ich rüber, jetzt erscheint der Stick ein kleines bisschen weiter nach links. Ja, also je weiter ich hier nach vorne gehe, umso weiter verschiebt sich der Stick nach links, also meine Ziellinie nach links. Und wenn ich eher ein bisschen weiter zurückgehe mit meiner Augenlinie und jetzt gucke ich, jetzt zielt für mich, aus meiner Wahrnehmung, der Stick eher ein wenig rechts vorbei. Ja? Und das kann jeder mal so ein bisschen ausprobieren. Was ist, wenn ich ein bisschen weiter nach vorne komme, meinen Kopf nach links neige? Okay, das passt. Oder hier, jetzt ein bisschen nach rechts. Und für mich ist, wenn ich meinen Ball in dieser Position, wenn mein Gefühl ist, meine Augen sind über dem Ball, jetzt schaue ich, jetzt ist der Stick für mich in der richtigen Neigung oder in der richtigen Ziellinie. Ich sehe jetzt diese Linie wirklich gerade und nicht nach rechts oder nach links verkippt. Ja? Was kann es auch noch sein? Und zwar, es kann sein, dass ihr mit dem Nacken ein wenig mehr das Kinn auf die Brust legen könnt. Da könnt ihr mal schauen, wenn das Kinn mehr zur Brust kommt.
Wie verändert sich denn jetzt meine Wahrnehmung? Wie verändert sich jetzt meine Wahrnehmung? Ja, das Ganze könnt ihr auch noch überprüfen. Also wie der aus der Perspektive einmal, wie das Kinn eher nach unten geht oder nach oben geht. Welche Tendenz könnt ihr da feststellen? Oder auch noch, dass der Kopf, der muss nicht unbedingt ganz gerade sein, der darf auch ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links verkantet sein. Gerade für diejenigen, deren dominantes Auge links, wo das dominante Auge rechts ist. Ja, also wenn wir als Rechtshänder putten und das dominante Auge rechts ist, dann kann es sein, dass der Kopf jetzt nicht ganz gerade am Ball sein soll, sondern so ein bisschen ruhig nach links oder nach rechts gekippt. Aus der Position wieder, ein bisschen nach rechts oder nach links gekippt. Und dann kann es sein, dass wenn wir den Kopf in diese oder in diese Richtung neigen, dass dann der Stick uns wieder eher gerade vorkommt. Es ist auch total egal, wie das dann im Einzelnen aussieht. Wichtig ist ja nur, dass ihr die richtige Wahrnehmung habt. Und wenn ich jetzt einmal den Stick beiseite tue, dass ihr nicht am Ball steht und sagt, oh Gott, das kann ja gar nicht sein, was ich da mache. Das Ganze fühlt sich überhaupt nicht gut an. Sondern es soll natürlich so sein, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr über dem Ball steht. Und dazu dient das Ganze. Und ich versuche jetzt einmal mal diesen Putt hier zu machen. Ich fühle mich in diesem Setup sehr, sehr wohl. Für mich ist das eine sehr, sehr gerade Linie. Und ich gucke mal, ob das Ganze passt. Ah, ganz knapp rechts vorbei, aber damit kann ich leben. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir also nicht mehr unbedingt mit diesem klassischen, mit diesem klassischen Mythos, die Augen müssen über dem Ball sein, mitgehen muss, sondern das, was entscheidend ist, ist, wie ist die Visualisierung, wie ist meine Wahrnehmung. Und jetzt kann es unter Umständen sein, dass, wie gesagt, wenn ich weiter zurück bin, eine bessere Wahrnehmung habe oder wenn ich ein Stück weiter nach vorne mich bewege, dass ich eine bessere Wahrnehmung habe, dass das Ganze wirklich gerade ist. Wenn ich mein Kinn nach unten oder mehr nach oben bewege oder meinen Kopf, das sieht man aus der Perspektive besser, mehr nach rechts oder mehr nach links kippe. Das sind alles Möglichkeiten, die aber hochindividuell sind. Deswegen macht das Ganze ruhig einmal. Nehmt euch einen Tourstick, richtet den wirklich ganz, ganz gerade zum Loch aus. Das ist auch wichtig, dass der ganz gerade zum Loch ausgerichtet ist. Legt euch einen Ball dahin. Und jetzt guckt ihr mal auf eure Kopfposition. Wie verändert sich da diese Wahrnehmung? Und vielleicht erscheint das bei euch ja auch ganz, ganz gerade. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann ändert ihr selbstverständlich gar nichts. Ja? Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald.